Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild West Dynasty. Ja, der Anfang war ein bisschen träge und wir mussten viel mit Ed quatschen und bla bla bla. Und jetzt kehre zum Grab deiner Mutter zurück. Das machen wir. Wir spiken da jetzt hoch, aber wir nehmen zwischendurch mal auch Stöcker mit. Das kann alles später hilfreich sein. Leute, ihr wisst, was los ist. Das ist der wilde Westen, Mann. Ich hab keine Energie mehr. Mann, Alter, ich dachte, im Westen haben wir ein bisschen... Ist egal. Ist egal. Mann, Kackdreck hier. Ewig, ja. So, Kiste. Die Kiste, die hier? Na drin. Nothing. Hab ich schon alles leer gelootet beim letzten Mal, Leute. So, wo? Da war das Grab meiner Mutter. Wir sollen ja da auch gucken, ob wir noch brauchbare Gegenstände finden. So, hier. Mach mal. Grab. Zack. Welche Blumen sollte ich denn platzieren? Das waren noch nicht die richtigen. Hätte den verunglückten Wagen mit der Axt. Ja, die Axt, ja. Jetzt wird hier knüppelt, Leute. Und ich nehme trotzdem noch Stöcker mit für Feuerholz. Wo ist denn der Wagen? Da noch ein Gaul. Zack, zack, zerlege Ding. So, Glückwunsch, du hast dir erste Rezeptbuch gefunden. Benutze Tab, um dein Inventar zu öffnen. Finde das Buch und benutze es mit rechter Maus und zu lernen. Was es dir beibringen kann, durst dich nach Wissen. Tab, wo ist das Buch? Wo das Buch ist halt gefragt. Art of Survival. Was ist das? Hä? Ehren. Anleitung für Steinmesser. Was ist das hier? Haferkeks. Dose. Rüber. Hackergaul. Besuche Karen in Texington. Kann ich den Gaul hier nehmen? Gib mal her. Jawohl. Jetzt geht es los hier, Junge. Was? Texington. Kann ich hier runterreiten? Alter, ich sehe schon richtig aus. Also entweder sehe ich aus wie einer, der im Saloon arbeitet oder wie ein Mexikaner. Ich bin mir noch unsicher. 370 Meter in die Richtung ist Texington. Schnauft denn der so? Sein Vieh reitet doch schnell. Warum schnauft denn er? Ignians. Was ist das hier für eine Rinderfarm? Was das hier ist, Mann. Kann ich den überfallen? Nee, ich brauch erst Colt, ne? Ich brauch erst einen Colt. Ist das Texington? Das kleine Kaff da? Was ist das denn? Auf nach Texington. Wer ist hier der Anführer? Gebiet entdeckt. Texington. Auf Karen. Du bleibst da. Sprint mal ein bisschen, Alter. Damit wir, wo, was ist denn hier los? Jetzt Abschied. Karen? Ah, da ist Karen. Die Chemie zwischen uns. Karen the Dyer. Guten Tag. Was für ein schrecklicher Schank hier. Das Färbehandwerk ist ein ziemlich harter Job. Nehme ich an. Man hat mir gesagt, sie kaufen Agaven? Ja, und hallo. Ich habe hier noch nie gesehen. Bist du neu? Nee, alt. Oh, ja, da bin ich. Ed hat mir gesagt, dass sie Agaven kaufen. Und was für ein Zufall. Ich habe ein paar Agaven dabei. Wie viel würde ich dafür bekommen, Mrs.? Nämlich Karen. Ich kann dir einen Dollar für eine geben.
Ehrlich gesagt hat Ed mir das schon gesagt, Karen. Ich wollte nur höflich sein, das klingt gut. Nein, aber wenn du schon da bist, könntest du was für mich tun? Hallo, jo, Tilly, war ja klar, dass ich hier ankomme und wieder alle was einfordern. Das hängt ganz davon ab. Im Moment fühle ich mich etwas arm. Würdest du dafür bezahlen? Klar, ich gebe dir noch einen Dollar dafür, wenn du es machst. Wo mir genau geht's denn? Es ist einfache Arbeit. Du müsstest innerhalb von ein paar Nachttöpfen der Bewohner von Texington für mich einsammeln. Ich brauche den Inhalt zum Färben, wie du siehst. Oder riechst. Die nimmt die Pisse? Und sie ist 50? Das ist abartig. Ja, aber gutes Geld für eine kleine Runde. Nur ein paar Häuser besuchen. Gut, ich bin dabei. Ich bin jung und brauche das Geld. Das ist die richtige Einschau. Geh zu Mark Harrison, dem Schreiner. Nicole McCluskey und Shane McGrown. Sammle ihre Pötte ein. Nur die Pisse. Nichts sonst. Diese Leute helfen mir oft und wissen, wie man sein Geschäft macht. Ja, toll. Verstanden. Ich bin so gut wie zurück. So, there is not a translation for your journal description. Was soll ich denn? Sprich mit Mark Harris. Mark! Mark! Gib mir dein Pisspot! Ich will den Top haben! Und weh, du hast da wieder reingekackt! Ja! Was mit deinem Pisspot? Ach, na komm, lass gut sein. Mike! Mike! 32! Die müssen Mr. Harrison sein, richtig? Ja, das ist richtig. Was kann ich für Sie tun? Oh, Karen schickt mich. Ich brauche. Ist drin, hol's dir. In Ordnung, vielen Dank, Herr. Ist er? Ich bin sonst nie so eine Type und sammle Pisse von Menschen ein, aber hab kein falsches Bild von mir. Ja, ich mach das nur als Aushilfe. Ah, ist der Pisspot. Aufgenommen. Oh. Mach's da mal gut. Ich hab da. Den Haufen, den sie in den Eimer gelassen, den habe ich ihnen in die Wohnung gelegt, ja. Nehmen sie mir nicht übel, aber ich soll nur die Pisse mitnehmen. Nur die Pisse. 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 Oh. Nicole. Icke. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Hä? Warum fragt der denn? Es steht doch jemand. Ja, Schätzchen. Ich bin hier. Ja, warst ein bisschen zu übersehen. Sorry. Die müssen Mrs. McCloskey sein. Karen schickt mich um. Oh, Karen kommt heute gar nicht selbst? Das ist traurig. Nee, für heute hat sie einen anderen Dumm gefunden. Nun, der Nachttopf ist auf der anderen Seite vom Haus. Ha, verstehe, ihr kackt also außerhalb des Hauses, oder was? Wie muss ich das verstehen? Ich gehe und hole ihn mir. Vielen Dank, Ma'am. Richtige Entscheidung. Tschö, Nicole, was gut. Wir sehen uns dann beim nächsten vielleicht. Ich hab den Eimer müssten schwappen wie Scheiße hier, ey. Die Viecher an. Shane, wach auf! Hallo? Hallo? Er lässt sich wohl nur schmacken. Er ist zu betrunken. Ich nehme einfach seinen Pott und weg bin ich. Wo ist der Pott? Verdammte Scheiße. Ist der da drin? Der hier nicht. Kackt der auch außerhalb? Ja, sehr schön. Siehst du, so einfach ist es. Und dann wurde man im Westen erschossen. Der Typ ist dann betrunken. Da klarst du mich! Und Feierabend. Karen, ich komme! Ich brauche eine kurze Verschnauspause. Die Eimer sind schwer. Ich bin zurück, Karen! Aber verrat mir, wie hält der Hund in der Schank aus? Husky? Hat schon lange Sinn und Verstand verloren. Keine Sorge.
Er schnüffelt. Bei jedem Hund läuft's mal rund. Du hast wahrscheinlich recht. Hier ist seine Bezahlung für die kleine Eimerrunde. Besten Dank nochmal. Jetzt weiß ich, wer mir helfen kann. Na, ich ja nicht mehr. Feierabend. Eigentlich sollte ich mich allmählich um den Weg nach Hope machen. Ich nehme an, du weißt, wie ich dorthin komme? Natürlich weiß ich das. Zumindest in der Theorie. Was meinst du denn damit? Das sollte nicht weit von hier sein. Nun, das ist es ja. Das ist es auch nicht. Aber es führt keinen Weg dorthin. Im Moment jedenfalls nicht. Warum das nicht? Naja, der Weg dahin führt über eine Brücke südlich Hancocks. Höhle, da ist sie, über südlich Hancocks Höhle. Da ist sie, das ist nicht das Problem, wisst ihr? Aber das Problem ist, der Aufzug ins Tal runter, der ist kaputt. Den Aufzug? Hier draußen? Ja, sicher. Groß genug für eine Kutsche. Wenn er denn funktionieren würde. Ich habe gehört, es ist schon jemand draußen und versucht ihn zu reparieren, aber bisher ohne Erfolg. Was werde ich mir ansehen? Oh, wo ist mein Gaul? Wo mein Gaul ist? Ich bin hier lang gerannt. Ah, da ist er. Wir reiten ein. Abgeliefert, Nachttopf. Gott sei Dank. Jetzt stinke ich nur ein bisschen nach Pisse. Und na, 500 Meter in die Richtung. Seid ihr denn wahnsinnig? Aaron! Aaron! Weibsbild. Abmarsch. Ist da Ed sein Hof? Ja, verdammt nochmal, da ist Ed sein Hof. Geht zum Aufzug. Na gut, 11 Grad, Sonne. Aber warm ist es ja nicht gerade, ne? 11 Grad ist schon Frozen Joghurt. Ed! Ed, kannst du mich sehen? Guck mal, wie er sich umgedreht hat. Hat voll gepasst. Ja, wie er sich eiskalt umdreht. Oh, scheiße, der schon wieder. Hey! Heureka! Eieiei. Ja, was sollen wir jetzt bei dem Aufzug machen? Als ob wir den reparieren könnten. Aber jetzt wird's interessant, das Spiel. Ist zwar viel mit Lesen und so, aber jetzt wird es interessant. Aber jetzt kommt der ganze Scheiß hier auch mit Bauen, Machen, Missionen und so ein Dreck. Ich will endlich jemanden erschießen. So wie es üblich war im Westen. Komm, Gaul, hoch da! Schwing die Hüfe! Du bleibst mal. Warum rutscht der denn hinten runter? Charlies Arsch stinkt. Abmarsch, ich sprinte lieber über die Brücke, die sieht ziemlich sicher aus. Wer bist du denn? Roger Gates? Roger Gates mit der kaputten Schippe. Hallo? Haben Sie gerade den Aufzug benutzt? Tja, ich wünschte. Aber das verdammte Ding ist kaputt. Ich muss runter zu meinem Hof, aber sieht so aus, als würde ich erstmal hier festhängen. Können Sie ihn nicht reparieren, die Trottel? Ich kann fast alles reparieren. Pass mal auf, Freundchen. Wenn ich es verstehe. Und du musst verstehen, dass dieser Aufzug von O'Brien gebaut wurde, kurz bevor bei ihm das Licht ausging. Also, Murks, der ist von uns gegangen. Ruhe und Frieden. Er war ein Bastler, ein Schmied, Alchemist und Schreiner. Und komplett durchgeknallt. Aber was er gemacht hat, hat funktioniert, Keule. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns das gemeinsam ansehen? Ich meine, 4 Orien sind nun mal besser als 2, wa? Habe ein paar Bücher über Mechanik und Motoren gelesen. Vielleicht kann ich herausfinden. Sicher, warum nicht? Komm mit. Ja, Junge, bleib ruhig. Bleib ganz ruhig. Der spiked hier ab, Alter. Was ist denn für eine Kiste da? Du, ich bin auch von Haus aus Dieb, ne? Holster. Verdammte Scheiße, Holster. Ich hab ein Holster, Mann. Wagen. Bam. Was ist das für eine Hose? Cooler oder was? Ist das cooler? Als meine beschissene Geldflasche. Ich werde mal ein paar Beeren fressen. Jo, bin wieder voll. Eiskolben. Alter, was habe ich denn hier? Die ist 5 Dollar wert. Übrigens halt ein Holzer. Ja, da ist zwar keine Knarre drin, aber ich hab ein Holz. Aber warum ist denn hier alles kaputt, Mann? Wird mir so viel sparen hier, Spitzhacke und so.
Butterkeks. Butterkeks, Butterkeks. Dose, Tee. Wir nehmen uns mal den Tee mit. Das lasse ich erstmal liegen. Erstmal. In den Kisten drin. Hier ist noch eine Kiste. Die geht aber nicht auf, leider. Die Fässer gehen auch nicht auf. Ah, okay, ich verstehe. Das sind nur Attrappen. Oh Mann, was ist denn? Roger. Das ist das Ding hier, oder was? Das ist das? Verstehe ich nicht. Ja. Gut. Jetzt stehen wir hier. Sprich mit Roger. Gut. Jetzt spuck's aus. Warum starrst du mich die ganze Zeit schon so von der Seite an? Hab ich was am Rücken? Oder hast du noch nie einen richtigen Pionier gesehen? Mann, halt dein Maul. Jetzt, ist es nur... Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Aber ich kann dir versichern, dass ich dich nie zuvor gesehen hab. Woher kommst du? Charleston? Philly? Man, du siehst mehr aus wie ein... New Yorker! Genau, ich komme aus New York. Siehst du, Kleiner? Und deshalb bin ich so verdammt sicher, ich war nie weiter östlich als Missouri. Das Bild. Du bist der Mann auf dem Bild. Du bist Roger. Was wird hier gespielt? Wer hat dich dazu angestiftet? Niemand, Sir. Das ist kein Spiel. Hier, ich hab das Bild hier. Das bist du, oder? Das bist du. Ja, das bin ich. Wo zum Teufel hast du das her? Du hast hier geklaut, du kleine... Ich hab es nicht geklaut. Das gehört mir. Meine Mutter hat es mir gegeben. Schau, schau hier noch hin. Das Kind auf ihrem Arm da, das bin ich. Ich bin das. Wie? Wie alt bist du noch gleich? Ich bin 20. Also fast 20. In 2 Monaten. Bin ich 19. Er ist 19? Der Typ sieht nicht aus wie 19, er sieht aus wie ein 45-jähriger Mexikaner. Das bist wirklich du? Das sag ich doch. Das sag ich doch hier. Das Bild, das bin ich. Meine Mom, mein Dad und du. Jack und Jacqueline. Deine älteren Geschwister. Ja, ich weiß. Hör zu, Kleiner. Dein Verlust tut mir leid. Du, wir haben ja keine Zeit, wir müssen den Fahrstuhl machen. Ich weiß, du hast deinem Vater nicht sehr nahe gestanden, aber die Nachricht von seinem Tod hat dich sicher trotzdem getroffen. Es ist nicht leicht, einen Elternteil zu verlieren. Beide. Was? Was ist mit deiner Mutter? Banditen haben sie erschossen. Wir waren auf dem Weg nach Hope, als wir überfallen wurden und sie sorgten dafür, dass ich es schaffe. Sie sorgte dafür, dass ich das schaffe. Ich habe sie in Hancocks Höhle begraben. Sie sagte, es wäre ihr liebster Ort auf der ganzen Welt gewesen. Das hat sie gesagt. Also, du hast dich gut geschlagen, Kleiner. Und ich trauere mit dir, ehrlich. Deine Eltern waren mir wichtig. In meinem Haus bist du also immer willkommen. Und an meinem Tisch... Wir bringen dich wieder ganz auf die Füße und dann finden wir diese Bastarde, die deine Mutter umgebracht haben. Aber zuerst? Was zuerst? Müssen wir wohl den Aufzug reparieren. Gut. Sprich mit Roger. Wie, schon wieder? Ich hab doch gerade. Also, was ist denn mit dem... Was denn Aufzug angeht? Rocket Beast, aber sehr nützlich, wenn er funktioniert. Du benutzt ihn häufiger, oder? Das stimmt. Solltest du dann nicht wissen, wie man ihn repariert? Pass auf, Kleiner. Jetzt halt deine Fresse! Ich kann fast alles in und um mein Haus herum reparieren. Ich kann eine Viehzaun für 1000 Horns... Was? Für 1000 Horns ziehen und sie bleiben drin, aber das hier... Du hast keine Ahnung, wie er funktioniert, oder? Ich meine, du kannst ihn bedienen, aber du verstehst die Mechanik nicht. Ey, du dummes Junge! Ich wollte dir nicht sagen, die ganze Zeit, deine Fresse, du siehst einfach, du bist dumm. Wenn es eine ganze Kutsche mit Pferden oder Ochsen heben kann, dann ist es ein Wunder. Vorher gab es einen grob gezimmerten, schwächeren Aufzug, aber diesen hier hat Edgar O'Brien gebaut. Ein Wahnsinniger, sag ich dir. Ich wünschte, er wäre jetzt hier. Weißt du, ich habe ein paar Bücher über Maschinenbau gelesen. Ihr könnt ihn mir genauer ansehen. Wenn du willst, gerne. Ich halte dich nicht auf. Ja, tö.
Du hilfst mir auch nicht, wa? So, was ist denn hier jetzt? Ich könnte einen Aufzug wie diesen nicht von Grund auf neu konstruieren, aber ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, was mit ihm nicht stimmt. Sprich mit Roger, schon wieder. Also, was den Aufzug... Also, was den Aufzug angeht. Ja? Wir müssen ihn wieder ans Laufen bringen, ne? Idee? Tatsächlich, ja. Wir brauchen ein Zahnrad mit einem Durchmesser von 10 Zoll und mit 32 Zähnen. Kleiner Zahnräder wachsen nicht auf Bäumen. Woher sollen wir einen so bekommen, wenn wir ihn nicht mal in Hope kommen? Ideal wäre eines, aus der Messing gegossen wurde, aber das können wir vergessen. Ich könnte eines aus einem dicken Brett machen, aber nicht mit meinem einfachen Werkzeug. Wir brauchen einen Schreiner. Pech. Ich kenne einen. Ryan. Nicht der angenehmste Kerl hier und ich habe auch keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit? Die da wäre? Weiter nördlich gibt es ein Holzfällerlager im Wald nahe Taxington. Ich wette, die Holzfäller haben da ordentlich Werkzeug und das können wir auch gebrauchen. Ein ziemlicher Weg bis dahin. Das stimmt. Aber du hast recht. Wir brauchen ein Zahnrad. Meine Füße sind alt und müde. Deine dagegen. Junior, ich bin schon unterwegs. Ich werde hier von einem Ort zum anderen getrieben. Das ist wirklich zum Kotzen. Was ist denn mit meinen Bären? Kabunga. Scheiße, ich habe ja nicht so viel Hunger, aber ich will die Bären loswerden. Die Feldflasche ist leer. Aber wir haben noch Tee, ne? Die nehmen wir auch mit. Wir nehmen die ganze Lager hier auseinander. Wo ist mein Gaul, oder? Ja, ist ziemliche Leserei hier in dem Spiel. Aber du hast wenigstens Sachen zu tun. Und hinterher, du sollst ja später noch deine Stadt und sowas bauen können. Deswegen. Mich interessiert das. Hey. Ich würde gerne wissen, ey, wie das ist mit Häuser bauen und Stadt und dein, weißt du? Was interessiert mir ein bisschen? Ich dachte gerade, diese scheiß kleine Musik, also diese laut, ich dachte, das wäre ein Flugzeug oder irgendwas, was jetzt hier. Oh, wir sind ja im Westen, Junge. Das ist doch hier Ed's Farm. Ed! Hallo! Mann, das gibt's doch nicht. Ed! Er mag mich nicht so. Ed! Ed! Warum verlassen Sie sich überhaupt auf so eine Maschine? Gibt es keine Straße? Was spielt denn das für eine Rolle, Junge? Was stellst du denn so beschissene Fragen? Junge, auf ins Holzfällerlager und dann wird da, der scheiß Fahrstuhl repariert. Was ist denn da? Ich reite hier einfach durch die Prärie und gut ist. Zack, zack. Was ist jetzt los? Einfach so ein Sound eingespielt, weil wir so in die Nähe vom Wald kommen. Ein paar Vögel zwitschern und so. Junge. Das ist ein Holzfällerlager hier, ja? Da. Ich bin da. Mit wem muss ich reden? Sprich mit John. Ich weiß auch, wer John ist, ne? Er hier. Lumberjack John. Hey ho. Du feiner Pinkel. Was machst du hier draußen? Willst du Holz? Nee, Alter, nee. Ich meine, ja, wenn es hart genug ist. Hey. Sag deine Frau. Never? Ha? Sag deine Frau John? Ach, Terry. Jetzt quatsch Terry, oder? Halt's Maul, Terry. Hey, hab ja nichts gesagt. Nicht du. Mach dich nicht zum Affen. Wir haben einen Gast. Pass mal auf, Fremder. Ich hab mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist... Wie auch immer. Ich bin John, das ist Terry und der Spaßvogel, da ist auch Terry. Ein anderer Terry. Was willst du kaufen? Verkaufen oder handeln? Hast du Bier?
Leider nein. Mein Leben wäre besser mit Bier. Aber ich brauche ein Zahnrad. 10 Zoll im Durchmesser. 32 Zähne. Ein Zahnrad? Achso, ist jetzt andere. Ein Zahnrad? Wir sind keine Schreiner. Genau. Keine und keine Schmiede. Ich war Bergmänner. Oder Zwerge. Ich bin ein Zwerg. Ich grabe ein Loch gerade. Maul halten, alle beide. Entschuldige das Verhalten meiner liebenswerten, aber zurückgebliebenen Kollegen. Allerdings haben sie recht. Ich nehme an, du meinst ein Zahnrad aus Holz? Ja, 10 Zoll im Durchmesser und... Hab dich beim ersten Mal schon verstanden. Also gut, erleuchte mich. Wofür brauchst du dein Zahnrad in der Größe? Um den Aufzug nach oben zu reparieren. Was meint der? Was meinst du damit, unser Aufzug? Was stimmt mit ihm nicht? Er ist kaputt und hängt fest. Was meinst du damit? Er ist kaputt. Er funktioniert nicht. Man kann ihn nicht benutzen, um nach unten zu fahren. Also, das verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Schlauze, bist du taub? Er ist kaputt. Von uns gegangen. Den Aufzug gibt es nicht mehr. Er hat aufgehört zu sein. Er ist vergangen und zu seinen Schöpfern zurückgekehrt. Es ist ein formaliger Aufzug. Er ist steif, leblos, ruht in Einzelteilen. Würde er nicht von einem Felsen hängen, würde er sich die Radieschen von unten anschauen. Sein letzter Vorhang ist hier fallen und er ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Er war einmal. Verstanden, das sind schlechte Nachrichten. Ich meine, wir würden ja gerne helfen, aber das ist schon recht kompliziert. Ich verstehe, aber war davon ausgegangen, dass so gut ausgebildet und vielseitige Holzarbeiter wie ihr Gentleman einen Weg finden würdet, diese Herausforderung zu bestehen. Aber wie es scheint, hatten die Leute im Dorf recht. Gut ausgebildet, Gentleman. Ich meine, klar, ganz sicher, aber hast du dir mal eine Kollegin hier mal angeschaut? Warte. Was haben die Leute gesagt? Naja, dass ihr durchaus eher mal hart arbeitende Männer seid, aber. Aber auch, dass ihr nicht die schärfsten Äxte im Wald seid. Wenn ihr versteht. Tu ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich nicht die schärfste Axt im Wald bin. Sei so gut, klär mich auf. Man hat euch etwas einfältig genannt. Zu einfältig, um ein Zahnrad herzustellen. Hast du das gehört, Terry? Sieht so aus, als wären wir zu dämlich, um ein anständiges Zahnrad herzustellen. Zeigen wir der Welt, was wir auf dem Kasten haben. Wir werden die Helden sein, die helfen, an den Aufzug zu reparieren. Was sagt ihr? Ja, du hast meine Axt. Ja, und meine Seele, aber was war ein Zahnrad doch gleich? Ich weiß eure Mühe zu schätzen. Mühe? Wir kriegen das locker hin. Aber vorher brauchen wir anständig Holz. Bring uns einen Busch. Was? Was einen? Kleiner Scherz. Bring uns ein Lärchen. Nein, Hartholz. Eiche. Esche oder Buche. Ich glaube, im Nordwesten habe ich nie eine gesehen. Muss ich den Baum alleine hierher schleppen? Nein. Fellin und die Jungs werden sich holen. Auf. Gut, okay. Mein Gott, Wer bist du denn? Sprich mit My Tree Hold kommen. Hey, du! Jo! Der Baum neben dir wird gleich gefällt. Er könnte dich treffen, wenn er umfällt. Nein. Nein? Das ist mein Baum. Du kannst ihn nicht fällen. Mein Baum hat mich beschützt. Beschützt? Ja. Kürzlich gab es ein Gewitter und der Blitz ist in einem anderen Baum eingeschlagen. Aber nicht in diesen, unter dem ich stand. Weil er mich beschützt hat. Verstehst du? Aber jetzt habe ich Durst. Ja, ich verstehe, aber...
hab kein Bier, Alter. Ich habe kein Bier. Wie soll ich dir denn Bier anbieten? Bier. Ich habe etwas zu trinken für dich. Hier, nimm. Oh, danke. Vielen Dank. Ich bin Dakota. Wie ist dein Name? Maitri Holcroft. Holmcroft. Maitri Holcroft. Ein ungewöhnlicher Name. Ja. Wie kommt es, dass du hier bist? Bist du ein Holzfäller? Ja. Aber die anderen haben nicht über mich, Aber die anderen haben nicht über meine Witsche gelacht. Also bleibe ich ja nicht bei ihnen. Hä? Warum redet denn ihr so? Aha. Was stimmt denn mit deinen Witzen nicht? Weiß nicht. Ich hab verschuscht, einen Witz über Holzfäller zu maschen. Aber war nicht witzig. Oh, okay, erzähl ihn mir. Als der Holzfell anfing, Baum zu hauen, fing der an, Schwein, Hicks, bitte nicht hauen, Schackbaum. Wenn du das Rätsel löst, dass die größten Köpfe im Land nicht gelöscht haben, verschone ich dich, Baum. War zu stumpf dafür. Der war eigentlich wirklich lustig. Ja. Erzähl mir von diesem Gewitter. Oh, echt, hat mich überrascht. Also ich hier und ein bisschen Schlag ein. Ja. Ich bin schon nicht gehixt, das Alkohol. Ja. Noch viel mehr X. Eiche sollst du weichen. Buchen sollst du suchen. Was ist das? Ein deutsches Sprichwort, ein Mitschüler hat es mir beigebracht. Es besagt, dass man sich während eines Gewitters nicht unter Eichen stellen soll. Besser unter Buchen, aber ich weiß es nicht recht. Ach, los. Mir ist aufgefallen, dass dieser Baum wie eine Eiche aussieht. Wir sollten uns unter einem anderen Buche suchen. Ja, schnell. Hicks, da ist eine Buche da drüben. Schnell. Ja, Korta, schau ich mich. Sehr gut. Das war pfeifter Junge, Alter. Die Axt, Mann. Wo ist jetzt dein beschissenen Baumholcroft Tree? Zack. Jetzt muss ich mit dem Sack wieder reden. Oh, John. Hallo, ich wollte nur fragen, ob, Dein verdammtes Zahnrad fertig ist? Klar, da hast du 10 Zoll im Durchmesser, 32 Zähne, ihr macht aus dem feinsten Hartholz, das du hier finden kannst. Hat seine Ecken und Kanten, aber genau richtig für seine Aufgabe. Vielen Dank, was schulde ich euch? Zieh in die Welt hinaus und lass sie von unserer einzigartigen Können wissen. Nein, ernsthaft. Der reparierte Aufzug ist auch in unserem Sinne. Willst du zum Essen bleiben? Ich sollte mich so schnell wie möglich um die Reparatur kümmern. Aber aus Neugier, was kommt bei euch heute hier draußen auf den Tisch? Ah, gewürztes Schweinefleisch und Schinken. Oh, und Bohnen, gewürztes Schweinefleisch und Schinken. Eier, Bohnen, gewürztes Schweinefleisch und... Ich weiß ja nicht, was für Stimmen. Ja, gewürztes Schweinefleisch, Schinken, Eier, Bohnen, Brot, gewürztes Schweinefleisch und Schinken. Ja, die Jungs haben sogar ein Lied darüber. Willst du es hören? Nein, danke. Danke für die Mühe. Was ja keine Ahnung, was du dir entgehen lässt. Sprich mit Roger. Gut. Okay, Leute. War viel Lese und alles. Mein Gott, ey. Aber die Folge ist jetzt vorbei. Und in der nächsten Folge werden wir diesen verdammten Aufzug reparieren. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Also ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao.